Das sieht schon cool aus. Machst du da? Achso, du hast schon ausgemacht. Na klar, habe ich schon ausgemacht. Er macht einen Fehler nach dem anderen hier, weißt du? Es dauert halt ein bisschen, bis das angekommen ist durch die Trichter. Ja, und einige Sachen sind hier auch nicht ganz sauber. Die bleiben dann am Zaun hängen. Und hier unten liegt auch ganz viel Zeug. Noch. Okay. Warum transportiert der Trichter nicht eigentlich alles, was... Also, der hat doch 5 Slot-Dinger. Warum werden die nicht gleichzeitig alle benutzt? Weiß ich nicht. Der Trichter. Aber die Trichter hinten sind voll. Wir sollten das Ganze noch ein bisschen nach hinten setzen. Das wäre ratsam. Meinst du? Komm mal runter, dann weißt du warum. Ah, sind übergelaufen. Die sind nämlich voll. Bis dahin, wo das Gemüse ist. Und die anderen, anderen zwei, die transportieren jeweils immer nur einen Samen. Das ist ja blöd. Deswegen müssten wir das Ganze noch ein bisschen nach hinten verfrachten. Wir sagen, was ist mit meinem Fahrrad los? Nein, mit meinem Samen los. Da ist so viel Zeug. Alter. Da ist schon ordentlich was bei rausgekommen, glaube ich. So, ich sammle das jetzt einfach mal manuell ein. Manuel? Manuel ein. Du sammelst Manuel ein? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das mag. Und schmeiß das jetzt einfach mal hier rein. Pop, 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 pop. Oh ne, das ist noch mehr. Pop. Wupp. Damit du mal oben die ganze Ausbeute hast. Okay. Aber müssen wir die Anlage wahrscheinlich doch noch ein bisschen optimieren, wa? Ja, das müssen wir noch tun. Aber es funktioniert erstmal. In den Kernfunktionen ist alles gut. Schnapp ich mir jetzt auch ein paar Samen. Gut, schnapp ich mir halt weniger Samen. Wir brauchen noch hier so einen Weg zum Drübergehen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, ich fange wieder von oben an. Nein! Was, nein? Ich bin draufgesprungen und dann wurde es wieder zur Erde. Da musst du eine Hoe nehmen. Hab ich doch dabei. Natürlich, die geliehene, die ich nie wieder von dir zurückgekriegt habe. Richtig. Wie so manch andere Werkzeuge auch nicht übrigens, ne? Das wäre dir gar nicht aufgefallen, wenn ich dir nicht gesagt hätte. Trotzdem fehlen sie. Was fehlt denn? Weiß ich nicht mehr. Siehst du? Haben wir es wieder. Ja, ja. Dir leihe ich nochmal was. Und ob. Du wirst mir was leihen. Ja, ja. Ihr braven Männer, herbeigeeilt aus nah und fern, leiht mir eure Ohren. Flap, flap. Das ist ja ekelhaft. Zing. Fop, fop. Sind die Mohrrüben und sowas auch schon da? Ja. Ja. So, jetzt könnten wir eigentlich hierher gehen. Wir könnten... Schnapp dir doch mal die Samen, bitte. Weil du hast Aufnahme. Schnapp dir mal die Samen und mach die dann in die andere Truhe rein. Meinst du hier so? Hab ich gemacht. Sie sind weg und weißt du, wo sie landen? Na, im Lager. Ja, richtig. Na, wo denn sonst? Achso, du hast schon Kartoffeln und alles dabei. Ja, es sind ja nur 60 Stück. Also die Kartoffeln, das wird wahrscheinlich knapp. Wieso? 2x2? Also 2 Felder für Karotten, 2 Felder für Kartoffeln? Stimmt. Ja. Stimmt. Allerdings, wir könnten auch das Zuckerrohrfeld umbauen und das zu Karotten machen oder so. Nö, so viele Karotten brauchen wir ja nicht. Karotten haben nicht so einen hohen Nährwert. Die Karotten brauchen wir doch nur, um die Schweine zu versorgen. Dann wäre jetzt, wenn wir 3 Schalter hätten, optimal. Da hätten wir jetzt nur das Weizen wegmachen müssen. Richtig. Aber wenn wir wollen, dass die Schweine sich vermehren, wie die Schweine, weißt du? Wie die Hasen? Ja, wenn wir wollen, dass die Schweine sich vermehren wie die Hasen, müssen wir sie mit Möhren füttern.
Apropos, in der letzten Aufnahme hatte ich ja gesagt, dass ich mir ein Seilchen schnappe und mal eine Kuh suche. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben es auch in dieser Aufnahme noch nicht so weit gebracht, nach Kühen zu schauen. Dann gehen wir jetzt gleich schlafen und machen uns ein Seil und suchen Kühe. Ich würde sagen, wir machen dann nämlich einfach mal einen Break. Nach dem Kuhsuchen oder vor dem Kuhsuchen? Ja, wir schlafen. Mhm. Machen dann einen sogenannten Baustopp. Das kennt man bei uns im Übrigen. Ich habe doch gesagt, die reichen nicht, die Kartoffeln. Ey, da sind doch noch mehr drin. Die waren doch noch gar nicht alle da. Hier ist noch 2 Stacks. Musst du noch rausholen. Das ist aber ganz schön langsam, das System. Ja, es sind Trichter. Okay, dann müssen wir uns da vielleicht was anderes einfallen lassen. Da gibt es doch mit Sicherheit noch eine andere Lösung. TK 4711, dein Gebiet. Genau. Vorhandenes Projekt. Try to optimize it. Oh, TK, du herrlicher TK. Bitte, helfet uns. Wir sind verloren ohne euch. Hinter dir ist ein Zombie. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat, ja? Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Na toll, ich habe keine Samen mehr dabei. Und die ich habe, die kann ich da nicht einpflanzen. Das ist ein Weizenfeld und ich habe Kartoffeln dabei. Was? Ja. Ja, siehst du? Und er sagt wieder, weißt du? Hallo, Zombie. Ah. Zombies sollen fliegen. Oh, jetzt fängt er an mit Peter Maffay. Ich glaube, es hackt. Oder war das nicht pur? Adler sollen fliegen. Ich glaube, pur. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hier, ich habe was ganz Tolles für dich. Was soll ich damit? Einpflanzen. Warum? Weil du eins zertreten hast. Es ist doch schon längst weg. Es ist doch schon längst erledigt, ist das. Aber das ist eine Menge Zeug, was da rauskommt, wa? Sind die Trichter denn mittlerweile mal leer gelaufen, oder? Keine Ahnung, ich hab nicht geguckt. Ich wollte jetzt eigentlich ins Bett laufen. Trichter sind leer. Da ist nichts mehr drin, da ist auch nichts mehr drin. Ab dafür. Ja, in die Koje. Ich bin übrigens immer noch dafür, dass wir uns noch ein größeres Wohnhaus zulegen. Wie siehst du das als Zuschauer? Schreibt's in die Kommentare. Sollen wir mal dieses Wohnhaus hier gegen was Fetteres eintauschen oder sollen wir uns mal hier in dem Berg eine fette Residenz reinmetern? Also schreibt's in die Kommentare. Das ist ein Creeper. Yeah, meiner. Ich bin theoretisch dafür, dass wir unser Anfangshäuschen hier stehen lassen. Also, das ist meine Meinung. Natürlich können wir es auch wegmetern. Aber meine Meinung ist, wir lassen das stehen und bauen irgendwo was Fetteres hin. Weil das ja könnten wir auch machen. Anfangshäuschen und so und dachte ich mir. So, dann machen wir mal Inventar, ja? Oh, was ist denn das? Da brauchen wir Schleimbälle für. Ach, du brauchst Schleimbälle dafür. Ja, Mann. Du brauchst unbedingt einen Schleimball dafür. Und das Problem ist, dass ich den Verdacht habe, dass wir keine haben. Oder aber du hattest welche und hast die jetzt aber versteckt oder so. Ich habe die nicht versteckt. Magma-Creme kann ich sehen. Ich glaube, wir hatten dafür ein Barrel. Ja, Hammer. 1, 2. Ah nee, wir brauchen ja nur einen. 1. Und ja, ich brauche auch einen. 1, 2, 3, 4. Vertrauen. Vertrau mir, es gibt 2 Stück.
Wenn du einen bastelst. Ich weiß. Ja, du brauchst doch nur einen. Reisen die nicht? Nein. Hier. Kannst du haben. Schenke ich dir. Oh toll, ein Seil. Du bist so gut zu mir. Oh toll. Kommst du? Was können wir denn hier noch weg tun? Was haben wir denn noch? Oh. Oh. Muss mein Inventar lernen. Warte. Oh. Er hat einen enchanteten Rucksack. Hast du ihn ja? Wie groß ist denn dein Rucksack? Nur mal so eine Frage. Wie groß ist der Rucksack? Ja, ich habe einen Standardrucksack. Ja, ich auch. Okay. 3x9. Ja, ich war nur gerade falsch. Ich dachte, er wäre größer geworden. Nein, ist er nicht. Wolltest du wieder mit falschen Größen prahlen, ne? Mhm. Aber da hast du ja Übung. Was? So, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Und wir laufen jetzt zu den Kühen. Ups. Wir laufen. Du hast einen Magnetmodus an. Richtig. Ja, wir laufen zu den Kühen. Schaf. Wir laufen zu den Kühen. Schaf. Hin. Da wären wir die Kühe. Wir können ja erstmal hier oben gucken. Da habe ich nicht auch Kühe gesehen. Dedep. Momentan The Quiet Night aus dem Modland-Archiv. Inspirierend. Schafe, Schweine, Hühnchen. Zombies! Baby-Zombie. Komm her. Du Blach. Schwein. Zombie, Schwein. Hallo Schnitzel, wie geht es dir? Lass das Schwein in Ruhe. Schnitzel. Lass das Schwein in Ruhe. Hör auf, dich von mir abzuwenden, Schnitzel. Du sollst das Schwein in Ruhe lassen. Wir sind Freunde, Schnitzel. So. Hallo, anderes Schnitzel. Schnitzel, guck mal bitte. Schnitzel, wollen wir Freunde sein? Schnitzel, komm her. Okay. Nein, wollen wir nicht. Schnitzel! Du hast Schnitzel getötet. Ich wüsste gern, wo die Kühe sind. Ach so, die Kühe. Ja, ich weiß das, ja. Da war der Haken. Wir müssen hier runter. Geh mal vor. Ist klar. Hier sind so viele Zombies und so. Geh mal vor. Achso, ich hab ja auch einen Bogen. Snipern! Wegsnipern. Pam! Pam! So sieht das doch gut aus. So. Oh. Katze! Ob wir die Viecher jetzt wohl alle kriegen? Hallo Katze. Tschüss Katze. Alter, lass bloß die Katze in Ruhe. Ich lass die Katze doch in Ruhe. Die dreht ja jetzt schon am Rad. Alter, was ist denn das hier? Komm her. Laxi. Wir sollten hier vielleicht auch mal für Licht sorgen. Oh, Babyspinne. Böse Babyspinne. Böse. Böse Spinne. Oh, guck mal, Gold. Goldkeys von Tinkers Construct. Mhm. Mein Gold. Hier, Schaf, dreh mir nicht deinen wolligen Arsch zu. Genau, guck mich gefälligst an und sag mir, wo... Schaf ist, Kühe sind. Wo die Kühe sind. Sag mir, wo die Kühe sind. Alter, du hattest den gleichen Gedanken wie ich. Bist du krank? Hier. Wo bist du denn? Komm mal mit. Komm, brechen, ja. Schlecht verdautes Rind. Was? Wo hier hinten sind die Kühe. Ich habe jetzt allerdings die Orientierung verloren, aber macht nichts. Ich weiß nicht mehr, wo ich nach Hause bin. Hinter dir ist ein Creeper! Ich fand's geil.
Wir hätten alle sterben können.